Genossinnen und Genossen, eine Vorsitzende von 5 Mitgliedern einer Gruppe ist jetzt auch ein bisschen komisch. Deswegen, ich glaube, Sprecherin ist schon ganz in Ordnung. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, nach Christians Beitrag hier einzusteigen, weil es bei mir eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur darum geht, nach über der Hälfte der Wahlperiode für die Bundestagsabgeordneten hier auch mal kurz Rechenschaft abzulegen, was wir denn da so getrieben haben. Ich hoffe ja, die eine oder der andere hat das unterdessen auch mitgekriegt unter der Zeit zwischen den Parteitagen. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir uns hier nochmal ein Stück weit auch der Diskussion stellen und hier klar machen, dass wir nicht als Bundestagsabgeordnete erstens jeder für sich allein unterwegs ist und zweitens nichts mit dem Landesverband zu tun hätten. Das ist ausdrücklich nicht so und deswegen bin ich sehr froh, dass uns die Regie im Landesparteitag zumindest eine kurze Redezeit dort eingeräumt hat. Und ich sage euch auch ganz klar, ich bin auch froh, dass alle meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier sind. Ich bin auch ganz froh, dass wir in Brandenburg an der Regierung sind, ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt nicht unbedingt diejenige bin, die da immer froh ist und jede Minute. Aber wenn ich im Bundestag sitze und über das Asylpaket streite und die gruseligen Äußerungen anderer Fraktionen so höre, bin ich immer sehr, sehr froh, dass wir Brandenburg und Thüringen ganz klar auf unserer Seite haben und sie auch eine ganz klare Position vertreten. Ich glaube, es war noch nie so wichtig wie heute. Und deswegen auch Dank an der Stelle. Weil ich weiß natürlich, dass Regieren nicht immer Spaß macht. Aber wie gesagt, es ist wichtig. Wichtig ist auch, dass die Landesgruppe, also wir sind ja 5 Mitglieder, hier für den Landesverband da sind, dass wir hier eure Verbindung ins Parlament sind, in den Bundestag. Und deswegen ist es auch Zeit, an der Stelle mal Danke zu sagen. Erstens danke an Thomas, der 6 Jahre die Landesgruppe gesprochen hat. Thomas hat da wirklich viel, viel Arbeit geleistet und ich habe Ende vergangenen Jahres ihm ein bisschen die Arbeit abgenommen, weil er viele andere Dinge zu tun hat, aber trotzdem danke, Thomas, für deine Arbeit, die uns sehr wichtig war. Danke auch an Tobias Bank, der lange Zeit unser Koordinator in der Landesgruppe war und Bettina Fortunato, die jetzt unsere Koordinatorin ist, weil es natürlich eine ganz wichtige Schaltstelle ist zwischen den unterschiedlichen Parlamenten und Bettina ist heute leider krank, aber ich denke, irgendwer wird sich auch finden, der ihr das ausrichtet, beziehungsweise sie kriegt nachher über WhatsApp noch eine Information von uns. Also vielen Dank auch an Bettina. Aber genauso gut auch wirklich Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also man tut ja mal so, man steht als Abgeordnete immer so ein bisschen im Rampenlicht, aber es steckt natürlich ganz, ganz viel Arbeit von sehr vielen Menschen dahinter. Es sind nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Büros in Berlin, es sind auch die Wahlkreismitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Referentinnen und Referenten der Bundestagsfraktion. Also auch euch allen vielen Dank. Manche sind ja hier auch organisiert. Ihr seid einfach nur toll und wir können sehr, sehr froh sein, so engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiter zu haben. Wir haben ja auch einen Wechsel gehabt. Die eine oder andere wird es vielleicht gar nicht mehr wissen, dass Diana ja das erste Jahr auch noch Mitglied der Landesgruppe war. Diana hat 9 Jahre mit uns gemeinsam gekämpft, kämpft jetzt in einer anderen Funktion, aber sehr toll, wie ich finde. Aber Norbert hat uns auch gut verstärkt. Also auch Norbert hat sich praktisch nahtlos in die Arbeit im Bundestag eingebracht und ist unterdessen dort ein sehr anerkanntes Mitglied der Bundestagsfraktion. Und auch darüber bin ich natürlich stolz, dass Brandenburger und Brandenburger so konstruktiv in der Bundestagsfraktion mitarbeiten und durchaus diejenigen sind, die einerseits konstruktiv und auch kritisch den Weg der Bundestagsfraktion begleiten, aber eben immer in dem Maß, wie solidarische Kritik notwendig ist und auch hinter den Kulissen durchaus mal etwas offenere Worte gefunden werden. Aber wir fordern immer wieder eine strategische Weiterentwicklung der Linken. Ne? Also Christian, du hast ja darauf hingewiesen, das bewegt sich doch, aber auch die Linke muss sich halt bewegen und die Bundestagsfraktion oder die Landesgruppe der Brandenburger ist da durchaus diejenige, die da immer etwas Motor in der Bundestagsfraktion spielt. Wichtig ist auch uns, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind, weil ich glaube, solche Aufgaben kann man nur leisten, wenn man wirklich mit allen gemeinsam arbeitet und die Politik entwickelt. Und es gilt nicht nur parlamentarisch, sondern auch außerparlamentarisch. Und ich bin da froh, dass bei uns die Mitglieder unserer Landesgruppe da keinen Unterschied machen, sondern sagen, wir haben im Parlament unsere Aufgaben zu leisten und leisten die auch. Und wir sind aber auch sehr viel parlamentarisch unterwegs, weil nur dieses Zusammenspiel wird dann erfolgreich sein.
Wir sind auch mit der Landtagsfraktion sehr eng vernetzt, was auch wichtig ist, weil es ja sehr, sehr viele Dinge, Christian hat ja schon darauf hingewiesen, natürlich von der Bundespolitik entweder beeinflusst wird oder auch konsistent zwischen Bund und Land abgestimmt werden muss. Auch hier ist viel Arbeit durchaus miteinander zu leisten und deswegen bin ich auch sehr, sehr stolz drauf und finde es wirklich sehr, sehr gut, dass wir sowohl mit den Landtagsabgeordneten als auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Referenten der Landtagsfraktion gut zusammenarbeiten, weil nur in diesem Teamspiel werden wir tatsächlich erfolgreich sein. Und wir haben ja auch gezeigt, dass wir in der Koalitionsverhandlungen da sehr gut miteinander verzahnt gearbeitet haben. Übrigens auch in Thüringen. Also auch mit Thüringen haben wir durchaus fachpolitisch sehr viel Verbindungen. Und das ist, glaube ich, aus unserer Sicht auch sehr wichtig. Auch mit den Kreisverbänden sind wir eng vernetzt. Da geht es einerseits natürlich um fachpolitische Unterstützung, aber jeder Abgeordnete des Bundestages in Brandenburg hat einen sogenannten Betreuungswahlkreis. Das sind die Wahlkreise, die im Moment kein Mandat haben, die aber natürlich auch in der Politik oder mit der Arbeit unterstützt werden müssen. Und in diesen Betreuungswahlkreisen sind wir auch einmal im Jahr auf einer Sommertour unterwegs. Im vergangenen Jahr haben wir da das Hauptthema Politik für die Geflüchteten gehabt. Und das war schon für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einerseits die Arbeit vor Ort zu unterstützen, andererseits auch selber viel zu lernen und viele Hausaufgaben mit in den Bundestag zu nehmen. Also hier auch an der Stelle herzlichen Dank für die Unterstützung der Kreisverbände. Regelmäßig unterstützen wir natürlich auch andere Landesverbände. Ich war beispielsweise jetzt gerade 3 Tage in Baden-Württemberg und in Münsterland unterwegs. Also das sind alles Dinge, die ganz wichtig sind. Bund, Land, Kommune müssen zusammengebracht werden. Also auch viele oder eigentlich fast alle Abgeordneten haben Kommunalmandate. Also auch hier ist ein sehr, sehr kurzer Draht zueinander und wir reden auch sehr häufig dann über die Probleme in jeweils anderen Kreisen, weil ich glaube, auch da kann man eine Menge lernen. Auch in der Partei sind wir sehr in der Funktion präsent. Thomas ist ja Bundesschatzmeister, hat also eigentlich den fast wichtigsten Job in der Partei. Ne? Wenn das Geld nicht stimmt, dann wird das halt nichts. Ist auch damit natürlich im geschäftsführenden Parteivorstand. Norbert ist Mitglied im geschäftsführenden Landesvorstand. Thomas und ich, wir sind im Landesvorstand. Also insofern ist da auch immer sehr viel Querverbindung möglich. Und wir sind alle, das will ich jetzt vorausschicken, bevor ich zu fachpolitischen Dingen komme, alle antifaschistisch unterwegs. Weil das ist eine wichtige Arbeit, die vor Ort geleistet werden muss. Alle, die in der Zivilgesellschaft antifaschistisch unterwegs sind, brauchen auch die Unterstützung der Abgeordneten. Wie oft müssen wir uns schützen vor auch protestierende Stellen? Wie oft müssen wir auch Demos anmelden. Also insofern einerseits wirklich großen Dank an alle, die sich da mit auf die Straße stellen und Widerstand leisten, aber andererseits auch das ganz klare Versprechen, dass wir weiter an eurer Seite sind und das unterstützen. Vielleicht noch ein paar fachpolitische Anmerkungen, weil die, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig sind, damit ihr auch wisst, wie ihr mit uns zusammenarbeiten könnt, wenn ihr ein Anliegen habt. Thomas ist beispielsweise der Vorsitzende, was viele, glaube ich, nicht wissen, der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Das ist eine, die nach dem Wahlsieg der PiS eine sehr, sehr schwierige, aber auch umso wichtigere politische Arbeit leisten müssen, damit nämlich dann die Parlamente tatsächlich miteinander weiter im Gespräch bleiben und auch die demokratischen Kräfte in Polen weiter wissen, dass wir an ihrer Seite sind, die Linken an ihrer Seite sind. Also insofern leistet Thomas daneben seinen anderen Funktionen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Er hat natürlich als Landesgruppenchef oder Sprecher sehr viel geleistet im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Braunkohle, weil da geht es ja nicht nur darum, unsere eigene Position immer wieder zu betonen und wieder zu keulen, sondern da geht es natürlich darum zu diskutieren, was muss im Bund passieren, damit das auch umgesetzt werden kann, was können wir dazu leisten, dass wir auch Menschen überzeugen, dass sie sich auch sicher sind, dass auch mit Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Energie ein Ausstieg aus der Kohle möglich ist. Also hier ist auch sehr viel Arbeit geleistet worden und natürlich das Lausitz-Konzept ist etwas, was wir gemeinsam entwickeln müssen. Da Thomas sehr viel geleistet. Er hat sich auch um Fragen zum Beispiel wie TTIP sehr intensiv gekümmert und hat mit Jan van Aken gemeinsam die Frage Rüstungsexporte politisch bearbeitet. Also hier hat ja die Linke wirklich ein sehr, sehr klares Profil erreicht und dafür auch danke an Thomas. Birgit.
Birgit kümmert sich ja vor allen Dingen um Gesundheitspolitik, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Linke, da völlig klar. Sie ist auch Obfrau im Gesundheitsausschuss. Das sind diejenigen, die ja dann letzten Endes die Verhandlungen mit den anderen Fraktionen vornehmen. Es ist ein Themenbereich, in dem die Bundesregierung zwar überaktiv ist, aber im Prinzip nicht wirklich viel bewegt hat im Sinne unserer Vorstellung, wie Gesundheitswesen funktionieren soll. Da war Masse mehr als Klasse vorhanden. Und was eben nicht gelungen ist, und das muss man immer wieder auch als Linke betonen, dass das weiter unser Ziel bleibt, dass eben ein Gesundheitswesen paritätisch finanziert bleiben muss. Also es kann nicht sein, dass die zusätzlichen Kosten immer wieder von den Versicherten aufgenommen werden müssen, bezahlt werden müssen. Also hier bleibt die Linke dran und Birgit hat da wirklich auch sehr viel Arbeit geleistet. Aber wir haben eben auch eigene Anträge zum Beispiel eingebracht, wie Versorgungssicherheit auch in ländlichen Räumen, damit wir tatsächlich auch nicht nur darüber reden, dass wir Ärzte auch in den Dörfern brauchen, sondern tatsächlich auch was hinbekommen und dass Krankenhäuser gemeinwohlorientiert arbeiten müssen und bedarfsgerecht finanziert werden. Das ist eine Forderung, die wir als Linke immer wieder aufstellen. Und deswegen finde ich auch sehr gut, dass Birgit da ein sehr, sehr klares Profil für die Linke darstellt. Harald ist Obmann im Rechtsausschuss, hat natürlich ein sehr, sehr klares Profil in der Queerpolitik, hat sehr viel geleistet für den Weg zur Öffnung der Ehe. Das ist ja ein Thema, da kann man ja fast schon nicht mehr dran verzweifeln, dass es nicht endlich was bewegt, aber auch hier, sie bewegt sich doch. Harald hat da wirklich eine Menge in einer überfraktionellen Arbeitsgruppe erreicht, genauso wie die Rehabilitierung für Homosexuelle, die nach 1945 verurteilt wurden. Auch das ist ein Thema, was uns Linken eben nicht einfach nur als Nebenwiderspruch auf der Agenda steht, sondern tatsächlich vorangebracht werden muss. Und Harald hat sich auch sehr, sehr stark für die Filmförderung eingesetzt. Auch ein Thema, was jetzt nicht jeden Tag in der politischen Agenda steht, aber was wichtig ist, weil nämlich auch Filmschaffende unterdessen prekär beschäftigt sind und keine Zukunftssicherung haben. Also hier ist auch eine Frage linke Kulturpolitik, die mit Harald ganz klar auch vertreten wird. Also auch Harald, herzlichen Dank für deine Arbeit. Norbert ist, wie gesagt, unser jüngstes Mitglied, hat sich sehr profiliert in Fragen Kinder- und Jugendpolitik, ist aktuell Vorsitzender der Kinderkommission des Bundestages. Das ist ja eine, die sozusagen in Vorsitz rotiert. Aber er hat eins hinbekommen, dass nämlich die Kinderkommission hochpolitisch agiert im Moment. Also ich bin ja seit 2005 dabei. Ich habe noch nie erlebt, noch nicht so deutlich erlebt, dass sich die Kinderkommission mit einem sehr, sehr brisanten Thema auseinandergesetzt hat, das eigentlich nicht immer auf dem Tisch liegt, nämlich die Frage der Militarisierung von Kindereinrichtungen, die Frage von Jugendlichen in der Bundeswehr und so weiter. Und da hat dort sehr, sehr klares linkes Profil entwickelt und sehr auch bei den anderen Fraktionen zum Nachdenken hat das geführt. Und das finde ich ja mindestens genauso wichtig, nicht nur die eigene Position ganz klar zu vertreten, sondern tatsächlich auch Verbünde zu finden. Und unterdessen gibt es sogar eine Positionierung der Kinderkommission zu dieser Frage. Und beim Red Hands Day, das ist also ein Tag, der jedes Jahr im Bundestag stattfindet, jedes Jahr einmal, wo es um Kindersoldaten geht, Ablehnung von Kindern in Kriegen, haben noch nie so viele Bundestagsabgeordnete dieses Jahr teilgenommen und Norbert hat es mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern organisiert und deswegen finde ich es gut, dass Norbert dabei ist und freue mich über die erfolgreiche Arbeit. Auch dir herzlichen Dank. Und nicht zuletzt zu meinem Arbeitsgebiet. Landwirtschaft hat ja vorhin schon eine Rolle gespielt bei Christian. Ist natürlich jetzt fast eine Aufforderung, da ein paar Sachen noch mehr dazu zu sagen, aber ich werde mich bescheiden. Wir haben uns aber da in sehr, sehr viele Dinge eingemischt, weil es auch wichtig ist. Landwirtschaft wird immer so ein bisschen belächelt. Ich finde aber, dass eigentlich Linke fast kein wichtigeres Thema haben dürften als das, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie werden die produziert, können die Menschen, die produzieren, davon leben und können die, die am Ende das bezahlen sollen, das auch bezahlen als Lebensmittel. Also insofern ist das eigentlich ein extrem wichtiges Thema. Ich bin auch Obfrau in unserem Ausschuss. Wir haben uns um die Frage Boden sehr intensiv gekümmert. Nicht nur BVVG, was ja viele noch kennen, ne? Also die Verscherbelung und meistbietende Verscheuerung von ostdeutschem Boden, sondern es geht natürlich darum, auch zum Beispiel nicht landwirtschaftliche Erwerbe, Spekulation mit Boden in der Bundesrepublik zu unterbinden und so weiter. Das sind alles Themen, die uns bewegt haben. Wir haben zu den Frage Tierbestände sehr viel Arbeit geleistet, dass andere jetzt selbst darüber reden, wie wir denn das neu strukturieren können.
und so weiter. Und es geht eben vor allen Dingen dabei auch darum, wer hält die Tiere. Nicht nur wie, sondern auch wer hält die Tiere und können die Menschen, die in den Ställen arbeiten, beispielsweise auch davon leben. Also auch da geht es nicht nur um Tierwohl, sondern um Menschenwohl. Und da haben wir als Linke ein ganz klares Profil entwickelt. Bis dahin, dass wir natürlich auch für kleine Weidetierhalter das Herz haben und nicht nur das Herz, sondern wissen, dass die angesichts der Zuwanderung von Wolf durchaus ein paar Probleme mehr haben. Und da waren wir als Linke lange Zeit die Einzigen, die das ernst genommen haben und uns da politisch drum gekümmert haben. Also insofern haben wir da auch ein viel deutlicheres Profil entwickelt, als wir das ursprünglich vielleicht oder in der Öffentlichkeit bekannt ist. Plan B ist ein wichtiges Thema für mich, sozialökologischer Umbau, das wirklich zu diskutieren, wie wollen wir denn das machen, nicht nur mit Überschriften und nicht als elitären Masterplan wie von den Grünen, sondern tatsächlich gelebt und Nachhaltigkeit nicht nur als Wort, sondern als politisches Konzept entwickelt. Das haben wir alles getan und dazu noch die Landtagsfraktion ein bisschen beim Volksbegehren unterstützt. Also insofern, ich denke, dass die Landesgruppe eine Menge Arbeit weggeschleppt hat in der Zeit, aber ich bin auch sehr, sehr froh, in einer Partei zu sein, wo das einerseits so leicht ist und andererseits so klar mit den Zielen, die ich für richtig halte, nämlich Humanität, Friedlichkeit, Solidarität. Also insofern bin ich froh, dass ich in diesen Tagen in dieser Partei bin. Vielen Dank.